Hey Leute, hier ist Tobi und heute zeige ich euch unser Tonstudio. Wenn wir proben, dann haben wir hier für unseren Sänger so einen kleinen Textständer oder auch Notenständer. Und da hat er dann hier seine Texte, der Sänger. Da habe ich dann noch so Kopfhörer. Das hier ist sozusagen so ein Halsschutz, weil man sollte das Mikrofon nicht in Richtung der Lautsprecher halten. Das gibt eine sehr, sehr unangenehme Rückkopplung. Das ist, als ich das noch nicht wusste, mir einmal passiert und das wird mir definitiv nie wieder passieren. Wir haben hier ein analoges Mischpult mit 8 Monokanälen und 4 Stereokanälen. Unser Gitarrenverstärker ist ein Engel Fireball 100. Das ist die limitierte Auflage des Gitarristen Mille von der Band Creator. Unser Bassamp ist ebenfalls, wie kann es auch anders sein, ein Vollröhrenverstärker von der Firma Ampeg. Wir haben aber auch noch trotzdem einen zweiten Bassverstärker von der Firma Yamaha, der ein Behringer Stimmgerät integriert hat. Der ist an eine Marshall-Box angeschlossen. Und davor hängen sogar noch, wie ich hier sehe, einige Tretminen. Was auf den ersten Blick wie eine E-Gitarre wirkt, entpuppt sich als Akustikgitarre. Das magische Zepter. Das hier ist unsere Höllenmaschine. Das ist ein Tama Imperial Star. Zusammengehalten wird das Teil von einem Gibraltar Rack. Wir haben auf unseren Bassdrums Trumport Resonanzfälle. Die sorgen für mehr Volumen im Sound und machen ordentlich Bums. Gib mir mal die Kamera bitte. Danke. Wir haben hier mehrere Größen und Variationen an Sticks. Meistens Aluminium. Das sind einmal Head Drumsticks, das sind Aluminium beschichtet, sehr leicht. Kein Holzabrieb ist dabei. Das mag der nicht wegen dem Fußboden hier. Und da hinten noch so zwei Pimpel dran. Einen unterschiedlichen Sound. Na, fast einen unterschiedlichen Sound erzeugt. Jetzt mal die andere. Wir haben zwei unterschiedliche Snare mit unterschiedlichen Charakteren. So, Gelpads hier noch. Das hier sind Gibraltar Fußmaschinen, Direct Drive. Das hier sind unsere Percussions, ein Woodblock, eine Caron. Und die Hi-Hat hier mit dem Fußpedal. Und dem Seilzug. Das ist noch ein Jingle mit Fußpedal auf einem Hi-Hat-Ständer. Und hier ein Alesis Sample E-Pad.
Kammern auf diese einzelnen Felder hier jeweils ein Sample, also einen Ton aus mehreren hundert Tönen auswählen. Die klingen übrigens auch gleichzeitig, wenn man mehrere gleichzeitig bespielt, mehrere Felder. Als Becken haben wir einmal Sabian von der G8-Serie und Meinl MCS. An den Becken haben wir hier eine Bell, zwei Shiner-Becken, die sich jeweils links und rechts befinden. Hi-Hats haben wir zwei. Eine zweite Jingle hier oben. Und ein Crashbecken noch. Hier oben befinden sich drei Rototoms. Und das ist eine Bar Jams. So, hier oben haben wir dann noch so eine Kette auf dem Ding drauf, so ein Effekt. Ein Rattlesnake. Hey, du hast von Running Wild ein T-Shirt an. Ja, das ist ein Pile of Skulls. Okay. Ja, weil das ist Running Wild, die mich eigentlich zum Metal gebracht hat. Das war die andere Jolly Roger Platte damals, die mich halt zum Metal gebracht hat. Und da war ich 13 Jahre alt, das war die Jolly Roger, 87 müsste das gewesen sein. Und mir fällt nicht mehr ein. Im Grunde genommen war es das schon. Das war unser Tonstudio. Falls ihr noch Fragen habt, in die Kommentare damit.